Was hat er denn? Die Rüstung des Herausforderers. Ist hervorragend. Kann verzaubert werden. Und der Helm des Herausforderers. Gewährt Gelassenheit des Herausforderers. Gewährt bei Kampfbeginn Konzentration alle Verteidigung gegen Wahrnehmungswirkung. Stiefel der Stabilität. Panzerhandschuh der Ogerkraft. Was trägt Konstantin für welche? Amulett trägt er schon. Ringe trägt er. Auch schon. Oh, ich muss mal gucken, wie weit der Gürtel eigentlich ist. Umhang des größeren Schutzes. Nee. Komm, kaufen wir mal die. Für Konstantin. Ja, ist gut, Konstantin. Trag immer noch die Konstruktflüssigkeit mit mir rum und ich kann sie nicht wegschmeißen. So, dann gucken wir doch mal. Wegen Betten. Ob sich da was geändert hat mittlerweile, jetzt wo wir die Gesichter herausfordern. Ado, what can I eat? Of course. Oh ja, tatsächlich. Macht Angriffsbindung, Verfassung, Dauer abträglicher Effekte. Die Archive. Intellekt und Heimlichkeit. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich die Speisekammer erstmal nehmen. Aber gut, machen wir jetzt erstmal den letzten Kampf noch, den wir hier haben für den Schlechter. Und dann gucken wir weiter, ob wir erstmal auf Artefaktjagd gehen ein bisschen. Oder was wir machen werden. Kult der Naga-Schaman. Ja. Und ja, ich hätte vielleicht rasten sollen, wenn ich schon beim Rastpunkt war. Aber ist jetzt auch nicht so wild. Oh, ein Gift-Totem da oben. Don't care for just flailing the imitator methods. The Naga use venom as a master musician plays. Are you prepared for their performance? Auch wenn die Jäger der Gestanden ihre Methoden verzweifelt zu imitieren versuchen, können doch nur die Naga-Gift zur Kunst zu nutzen, wie ein heißt meisterhafter Musiker sein Instrument. Bist du bereit für ihre Darbietung? Das Glück ist mit den Schwachen. Mögen die Gnadenlosen gewinnen. Oh, zwei Totems. They're about twice as clever as they look. Don't underestimate them. Giftnager-Totem und ein Giftnager-Totem. Also den Schaman ausschalten hat oberste Priorität. I'm here. Yes? Yes? Indeed. Ah, mein Feuerball, den kann ich dahin feuern? Need something? Are you blind? Oh shit.
Da war ein Krieger. Okay, das geht etwas ins Auge. Gut, es kann nicht jeder Kampf so leicht sein wie der erste. Also es tauchen zwei weitere Giftnagas auf. Das ist okay soweit. Ja, ja. They're about twice as clever as they look. Don't underestimate them. The shadow comes to muddy the light. Gut, okay. Wie regeln wir das am besten? Der Feuerball hat schon eine gute Reichweite. Of course. Fose. Okay. Stand together. Feeling the strain. Oh, das hat Alof erwischt. Das ist nicht so gut. Ist jetzt echt die Frage, mit jedem Totem, das ich zerstöre, taucht da eine neue Truppe auf? Naja, ich passe schon auf die Schützen auf. Yes? Indeed. Foes ahead. Nicht gut. Ah, thick worth and rough. Yes. Aye. Of course. So. Dann beginnen wir den Angriff. So, Alof, das da. Xoti. Heilige Macht. Konstantin, brüll mal. Wir beide, das da. Seraphim. Okay, alle ein bisschen verhätschelt, zertätschelt, zerhackt, wie auch immer. Okay, Gift nicht so toll, aber ich glaube, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Standing.
Niedrige Gesundheit Xoti. Okay, Konstantin versucht dich zu heilen. Xoti, lass mal die große Heilung raus. Ah, Konstantin, nicht Heilung abbrechen, das ist ungut. Xoti. Verpasst ihr meine Flammensäule? Yay. Hat ordentlich wehgetan? Drago. Gruppenweiter Effekt. Abwehr gegen Absitzangriffe. Hm. Schwarzpulver ist möglich, hä? The Naga's venom often offers only pyrrhic victory for those who pest them. Yet our contender lives to fight another day! Das Naga-Gift sorgt oft dafür, dass selbst ein Sieg über sie noch schwere Folgen nach sich zieht, doch unsere Herausforderer lebt, um einen Tag länger kämpfen zu können. Stelgar-Blut courses through your veins. But enough to mark you the Slayer's chosen. Summon your rivals! Fight for my title! Stelgar-Blut fließt durch deine Venen, doch ist es genug, um dich zum Auserwählten des Schlechters zu machen? Rufe deinen Rivalen herbei, kämpfe um meinen Titel. Yay. Also sind die 5 Eumels, die wir nach der ersten Herausforderung gesehen haben, unsere Endherausforderung. Das sagt uns aber immer noch nicht, wer er hier ist. Oh, da kommt er schon wieder. Still alive. You lot are tougher than you look. Noch am Leben, du bist her, als du aussiehst. Er grinst hämisch und seine Hände liegen auf dem Griff seiner Axt. Looks like you'll have the honor of being slain by the dragon stalkers. Sieht aus, als würde dir die Ehre gebühren, von den Drachenjägern erlegt zu werden. The honor of being? Morgan's flame. Some people are just asking to die. Die Ehre? Bei Morgan's Flame? Manche Leute wollen einfach unbedingt sterben. Die Ehre, getötet zu werden, wird ganz dir gebühren, befürchte ich. Besser getötet, als von Drachenjägern gejagt zu werden. Wir ehren Tomorrowwein mit unserem Kampf. Möge der beste Gestandene gewinnen. Nehmen wir mal die zwei. Wir würden dich jagen, wenn wir müssten. Wie dann auch sein, der Augenblick der Wahrheit steht kurz bevor. Er dreht sich um und wirft dabei seinen Umhang theatralisch in die Luft und schreitet in Richtung der Arena. I hear you. Ich weiß, dass du mit... Was? Machen wir mal kurz Spiel pausieren. Was stand da jetzt? Dein Ruf beim Schlechter hat sich verbessert, gering. Hä, ich bin doch nicht... Ach, ich weiß, dass du mit Deckbar und seinen Angebern fertig werden kannst. Ah, ja. Okay. Ich habe jetzt Reputation... Oh. Ja. Beim Sucher, beim Schlechter und beim Überlebenden habe ich jetzt Reputationen. Auch gut. Ich frage mich immer noch, wie ich es geschafft habe, grausam und zwielichtig auf Stufe 2 zu bringen. Ado, Contender. Ado, Herausforderer. Wofür kann ich dich interessieren? Ja. Macht? Nee, ich nehme Verfassung.
So.